Ja, das ist wahr. Obwohl hier, die haben schöne High Heels da. Aber leider Ich nicht in trage Größe keine High Heels, das 41. weißt du doch. Aber leider nicht in Größe 41. Ich habe sogar welche, wenn ich so auf Kundenbesuche gehe und so, ne? Da muss ich ja auch, da darf ich keine Chucks anziehen. Kundenbesuche. So. Knickknack, so nennt man das heute, Da mein wären wir wieder Freund. beim Thema. Nein, Quatsch. Dann trage ich Gibt auch High wirklich Heels in mal. Größe 41? Natürlich. Kannst du kaufen? Tu Warte doch mal, ich nicht so, habe. als wenn ich jetzt voll. Oh. Boah, Lia, ich bin doch hier gerade im Interwebs. Pass auf. Ich bin jetzt mal am Googlen dran. Da ich mal die. So. Damen, Sandaletten. Ja. Übergrößen! Zack! Drauf da! Oh. Das zählt nicht als Übergröße, Mann. Natürlich sehr. Nein. Was sind denn bei Damen hier Übergrößen? Da würde mich jetzt mal interessieren. Da fängt bei 36 an und hört bei 44. Eine Frau mit Schuhgröße 44. Ja, ist Bitte? krass. Krass. Das ist aber echt schon. Kundenbesuche. So betont, ey. Das hast du dir selbst eingebrockt. Ja, ich weiß. Gibt's hier keine Riemchen-Sandaletten mehr, nur weil es Herbst ist? Riemchen-Sandaletten, ey, Da sind sie doch. ist doch zum Kotzen sowas. Richtig gut. Die einzige Schuh, der für eine Frau geht. Da sogar Schuhgröße 41, zack. Was kostet der? 35 Euro. Der hat Riemchen und dazwischen Netz-Applikationen. Ja, ist klar. Kann ich mich ja gleich auf den Strich stellen damit. Mein Gott. Haben wir hier im Chat irgendwelche Frauen, die gerne Riemchen-Sandaletten tragen? Bursi ist charmant wie eine Dampfwalze. Danke. Oh, ich habe wieder Kacke gebaut. Jetzt sterbe ich dafür. Ich wünschte, es gäbe Schuhe für die Hände. Was? Handschuhe auch. Ja, nennt man auch Soll's Handschuhe. geben. Warum interessieren sich gerade alle so für Füße? Ja, weiß auch nicht, heute ist der Fußtag. Ich mag Füße auch ehrlich gesagt gar nicht so. Ich Nee, finde ich Füße auch nicht. doof. Weil bei Frauen, wenn die so schön manikürt sind, so. Dann ja, aber generell bin ich auch nicht so der Fußfan, ehrlich gesagt. Lieber Pascal, was du sagst, ist an sich schon korrekt, weil wir haben ja eine Dreiecksbeziehung, von daher sind wir auch so zusammen. Richtig. Haben wir ja Aber letztens muss schon dich leider festgestellt. enttäuschen, bin nur bis zum 2.11. bei Bruger im Vertrag drin, mit zum Stream. Ne, geht da auch um Geld und so. Verstehst du, was ich meine? Ich bin auf lebenslang. Ich kann nichts mehr machen. Oh. Tja, Bruger muss ja auch nicht 60 Euro pro Stück zahlen. Auf ewig unter Vertrag. Oh, ey. Heute ist Todes-Schlüppi-Fußtag. Oh Gott, das klingt krank. Das klingt echt krank. Wieso ist das krank? Das klingt krank. Leute können besser auf Füße stehen als auf Leder, Ketten, was weiß ich. Ketten. Schuhgröße Ich wollte was 37 und sagen, was das sehr 7. unangebracht wäre in diesem, in dieser Aufzeichnung. Naja. Themawechsel, wie war euer Tag? Gutes Wetter bei euch so? Nee, Läuft. eigentlich gar nicht. Herbstlich. Ja, aber es war ein bisschen Sonne sogar da. Und hier stinkt's wieder den ganzen Tag, weil die Bauern wieder Mist rauskippen. Das finde ich so ekelhaft. Bruder, du Das hast habe mir ich vorhin ja nur nicht erzählt, dass du heute den verstanden. ganzen Tag Zwiebeln gegessen hast. Also erzähl nicht. Stinkt's wieder. Nee, ernsthaft, hier gibt's halt viele Felder. Also ich sag ja, ich lebe ländlich und da sind halt die Bauern, die streuen halt Mist, ne? Und das riecht den ganzen Tag. Kannst kein Fenster aufmachen, das ist furchtbar. Wobei es ja Studien zu belgischem Mist gibt, der ausgestreut wird. Das ist viel schärfer Der sogar. riecht auch schlimmer, ja. Ich bin ein Stadtkind, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Boah, sei froh. Also im Sommer ist das echt schlimm, wenn die Mist streuen oder so. Ich weiß gar nicht, ob die das im Sommer überhaupt öfter machen. Ich frage mich auch, warum jetzt, weil das ist ja immer, wenn die was anpflanzen. Also ich glaube, die haben das einfach mal so generell jetzt rausgekippt, den ganzen Mist. Bäh. Oh, ich kann dann. Ekelhaft. Also Lia, warst du noch nie auf einer Scheunenparty? Nein.
mit deinen Verwandten und hast dich zufälligerweise mit deinem Cousin im Heuhaufen entdeckt. Nein, so du? Das war jetzt nicht so clever, ich bin ein bisschen abgestürzt. Oh nein. Oh. Ich hatte noch nichts mit einem von meinen Cousins, nein. Nee, aber am Land läuft das so. Okay. Schwanger vom Onkel, verheiratet mit einem Cousin. Alle im Dorf die gleichen Nasen, die gleichen Augen, Ohren. Da gibt's ja diese, kennt ihr Leike Landkind, oder wie das heißt? Ja, da gibt's doch diese What Girls Like Meme-Bilder und da gibt's jetzt auch noch welche mit Landkindern, so von wegen. Hast du es gerade Meme genannt? Meme. Ja, auf Deutsch heißt es Meme. Also, Meme. Ja, und da sind so Sachen drin, da kann ich mich selbst identifizieren. Irgendwie so, ja, du gehst auf eine Feier und läufst dann am nächsten Morgen irgendwie um 5 Uhr erstmal 6 Kilometer nach Hause. Hab ich alles schon gehabt. Das habe ich am Wochenende auch gemacht. Like a Landkind. Lea, wenn du auf eine Scheunenparty gehst, zieh keine Maske an. Hat der Giftkeks gesagt. Nicht? Nee, dann bist du halt nicht geraped. Weil wenn die sehen würden, wie hübsch du bist, ich kann immer nur wieder auf dieses Avatarbild, was sie gerade drin hat, ich bin so verliebt. Ohne Schminke auch. Sogar. Bin ich oft geschminkt. Nur wenn ich auf Kundenbesuch bin. dann kommen auch die Riemchen-Sandalen mit Netzapplikationen. Ja. Erstmal noch im Holzscheit ins Feuer werfen. Kann ich voll bestätigen, Bursi. Ist ja echt so. Gibt nur zwei Ausnahmen. Was denn? In der Scheune mit dem Cousin oder was? Verstehe ich nicht. Oh wei. Hallo Joe. Moin. Geht's denn jetzt hier nochmal runter? Da. Oh no, ich bin vergiftet. Das ist aber... Dreck ist das. Ne Scheiße. Ich muss mal eben auf Toilette. Soll ich jemanden irgendwelche Gummibärchen veredeln? Nee, ne? Achso, war das gemeint mit... veredelte Gummibärchen. Ich erkläre es euch nochmal in einer ruhigen Stunde. Bis gleich. Was? Brugülle wird wegen dem Wiener Weizen noch so spät auf die Ackerflächen gestreut. Ah, siehst du mal, das wusste ich gar nicht. Ich weiß nur, dass die ja echt alles anpflanzen. Schon leicht eklig. Wie das halt riecht, ne? Das ist vor allem so ein stechender Geruch, weißt du? So richtig, als hätte ihr so eine Kuh direkt vor die Haustür. Ja, und wenn du die Fenster aufmachst, riecht es halt überall so. Oh. Frischluft. Hat er mich runtergepokt. Wie viele Bosse mir noch fehlen? Im Prinzip nur noch der Verkommene. Und dann das Drangley Castle. Dann muss ich noch die Gruft mit Vengal. Weltstadt. Warum sage ich immer Vengal? Weltstadt. Ich weiß es nicht. Ich wollte das erst nicht sagen. DLCs machst du nicht, ne? Ja, und dann. Was? Was mach ich nicht? DLCs. Nee. Das ist mit Dolchen. Mm-mm. Oh. Ich sehe nichts. Mein Bild ist so dunkel. Ich bin gerade voll irgendwo in ein Loch reingefallen. Ich weiß nicht mal wo. Ach, Kacke. Ja, aber das wird die Leute hier ja schon gewohnt, dass ich jetzt heute nur sterbe. Heute ist der Sterbestream. Oh. Da ist er wieder. Wisst ihr, was die pure Freude im Leben ist? Das ist kein Sex, das ist kein Essen, das ist nix. Das ist, wenn du denkst, boah, ich habe kein Bier mehr, da gehst du random an den Kühlschrank und da ist noch ein Bier drin. Verstehst du, was ich meine? Prost. Prost. Die kleinen Dinge im Leben. Prost. War das nicht hier, wo man da... Und da sagen die Leute raus aus der Stadt ab ins Dorf, da ist die Luft besser. Ja, siehst du, alles Lüge. Ich hasse es auch, wenn Leute sagen, gute Landluft. Das ist nicht gute Landluft, das ist einfach nur Gülle. Ja. Ist das so? Ist das einfach nur scheiß Gülle, die da riecht. Und dann sagen die Leute, hör, gute Landluft. Hihihi. Ja, aber wenn halt keine Gülle gestreut wird, dann kannst du auch mal schön im Wald gehen und dich da auf der Parkbank setzen. Verstehst du, was ich meine? Ich kann auch in den Stadtpark gehen und mich da hinsetzen. Ohne, dass da Autos drumherum fahren. Da fahren keine Autos drumherum, das ist voll weit weg. Und da fahren keine Autos drumherum. Also bei uns brauchst du auch keine Angst haben, wenn du da irgendwie nach 8 Uhr rausgehst. Da ist keine Sau mehr. Ja, hier schon. Hier musst du aufpassen, dass du irgendwie nicht vergewaltigt, verprügelt, entführt. Ja, bitte. Krass. Ja, bitte.
Übrigens gerade 400 Leute hier am Start. Alter, was ist los? Ja, ist voll, ist cool. Heute, wo ich so schlecht spiele, dann erzählen sie wieder alle, weißt du? Ich war da, oh, guck mal, nackt sehe ich übrigens richtig gut. Ich glaube, das interessiert gerade gar nicht. Die sind gerade viel mehr interessiert an dir. Sag's. Ja, da war's. Oh. Ernsthaft, also hier ist nichts los, wenn du mal wirklich, auch am Wochenende, du gehst samstags raus, tot. Ab 11 Uhr nachts siehst du keinen Mensch mehr auf der Straße. Da wird's ja erst voll. Alter. Ich weiß auch nicht, ob ich mich da wohlfühlen würde, ehrlich gesagt. Na, es kommt immer drauf an, wenn man es gewöhnt ist. Ich find's auch nicht so geil. Weiß nicht. Muss es nicht haben. Aber es ist halt immer laut und immer Krach und immer Menschen überall. Mhm. Ja, es gibt ja Leute, die brauchen das einfach. Die sind so Stadtmenschen, die müssen halt. Ich weiß noch nicht, ob ich auf dem Land glücklich wäre. Hab ich noch nie ausprobiert. Warum habe ich gerade meinen Ring? Ach, ich bin so kacke. Die Ringe gehen ja auch kaputt durch Säure. Also ich bin mein Leben lang Stadtkind gewesen und jetzt auch immer noch. Ich würde mir wünschen, aufs Land zu ziehen. Einfach nur die Ruhe haben. Also vorausgesetzt, da gibt es Glasfaserleitung, ne? Aber das ist halt übrigens auch ein Hauptkriterium meiner letzten Wohnungssuche. Ja, das finde ich aber auch furchtbar, wenn du irgendwie aufs Land gehst. Ich meine, ich kenne ja auch einen, der Cobra. Der wohnt halt echt in der Nähe einer großen Stadt, sage ich jetzt mal, aber der hat nur 2000. Mehr geht bei dem nicht am Kap. Das ist, also ich könnte doch nicht leben mit 2000er Internet. Mhm. Wenn der ein Video hochlädt von 300 Megabyte, das dauert 10 Stunden oder so. Also, da würde ich, nee. Mm-mm. Ist dein Char gerade nackt? Ländenschurz. Davon hatte ich mir auf Twitter. Twitch. Darf doch nicht mehr nackt. Ist da jetzt verboten. Mann. Nackt auf Twitter. Ich musste übrigens wieder mit meiner 50.000er Leitung auf Twitch, musste ich hier wieder auf Pixelmatt stellen, damit das irgendwie läuft. Echt? Das ist so, so toll. Ja. Krass. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich ist gerade wieder Stoßzeit, dass jetzt alle streamen oder... Man weiß es nicht. Also wenn das so weitergeht, gehst du auf heute noch auf die Homepage, hier auf die Hauptpage. Hm? Da war das letzte Mal also, so kleine Streamer, die ich noch von damals kenne, waren auf der Hauptpage, ey. Richtig krank. Mit, weiß nicht, 300 Viewern. Alter. Ja, letzte Zeit ist es auch wieder ein bisschen, weiß nicht, die geben auch kleineren mal die Chance, dass sie gefunden werden. Finde ich richtig gut, ey. Ja, das ist echt gut. Sollte man auch mal auf YouTube einführen. Ja, das... Ich habe schon lange nicht mehr die Startseite. Ich mache immer meine Abos auf direkt. Weil Startseite, da kommt so viel Kram, den ich mir nie angucken würde. Mhm. Man muss halt richtig einstellen, so. Oder immer Minecraft-Kram. Ich krieg immer Minecraft empfohlen. Ich würde mir sowas nie angucken, weißt du? Bruder, da musst du halt richtig einstellen. Also wenn ich auf die Startseite von YouTube gehe, habe ich halt nur meine Sachen und die, die mich halt, weiß ich nicht, so, was die noch so gemacht haben, was ich mir noch nicht angeguckt habe. Mhm. Ja. Von 2010, wo es noch keine Großmembraner-Mikrofone gab. Damals. Oh, damals, gute alte Zeit. Die guten alten Zeiten. Ha. Gute Nacht, Bellmeer. Nacht. Schlaf gut und lass die Hände über der Decke. Küsschen. Den Satz habe ich auch vorgestern zu André geschrieben, als ich im Bett lag. Die Hände sind brav über der Decke. Ist doch kein Schweinskram hier. Tja, noch hat ja keiner deine Halloween-Kostümbilder gekriegt. Ja. Habe ich schon mal gesagt, wie kacke ich das finde, wenn man von Gift gestaggert wird? Ja, das ist kacke. Das heißt gestaggert. Außer Gleichgewicht, dass du halt so rumstrauchelst und kannst nichts mehr machen. Das kannst ist staggern. Nichts tun. Das finde ich richtig geil. Hier sind so Statuen, die rotzen dich halt die ganze Zeit an, permanent. Und so Hände, die aus dem Boden kommen und dich komplett zerficken, sehe ich gerade. Ja, die sind die besten. Du hast auch in Lords of the Fallen ein Wort benutzt, die ganze Zeit, was ich nicht verstanden habe. Und ich kann es jetzt auch gerade nicht sagen, weil da müsste ich mir ein Part angucken. Okay. Da muss ich dich nochmal bei Zeiten, werde ich das unter die Kommentare schreiben. Und du wirst mir das bestimmt, weil du so nett bist. Als ja. Ich als Noob. Ich weiß halt noch nicht, was du gerade meinst. Ich weiß auch nicht, was du meinst. Ich meine, das hat irgendwas damit zu tun, Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen, wenn sie irgendwie angreifen oder irgendwie sowas. Ach, parieren, oder? Nee, parieren ja, ist mir schon bekannt. Ja, ich muss halt jetzt davon ausgehen, dass du... Mal. Das ist für mich schon so drin, ich erkenne das gar nicht mehr als Slang, weißt du, weil es auch nicht so gemeint, als würdest du es nicht raffen. Ja, das ist halt so, ja, wenn die Gegner hier die ganze Zeit... Ja, und hier, ich so... Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß es echt auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was... Richtiges Fremdwort, so richtig RPGler-Sprache.
so Nerdsprache. Und ich als alter Ego-Shooter-Freund, der kann damit gar nichts anfangen. Aber wie gesagt... Backstab meint er bestimmt nicht Vampir. Backstab, nee. Irgendwas. Nein, ach, jetzt hört doch auf, irgendwelche Kackwörter hier zu nennen. Die kenne ich doch alle. Dann fällt mir aber echt nichts mehr ein, du. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht. Nee, ich komme, ich suche das jetzt nicht raus, oder? Warte mal. Brugger. Jetzt habe ich Brugger geschrieben. Ja. Aber er findet ihn trotzdem, der Herr YouTube. Alter. Ah, mal. Oh Gott, das Internet vergisst nichts. Nee. Das ist so traurig. Oh, Bosskommandant habe ich mir noch gar nicht angeguckt. So, wo ist er? Da. Der Berliner Play hat dein Fallout New Vegas und dein Fallout 3 LP total gefeiert. Sagt ihn gerade. Nein, das wird nicht Stegern geschrieben, das wird Stagger geschrieben. Das wie haben mir doch schon Leute geschrieben. S-T-A-G-G-E-R. Ja, wie so ein Hirsch quasi. Wir werden ja Stag geschrieben. S-T-A-G. Stagern. Da war die Szene, wo du gegen den Bogenschützen kämpfst, auf dieser Plattform außerhalb. Weißt du, Poys vielleicht? Poys, ja! Da ist Poys heißt Balance eigentlich nur. Ja, sag ich doch. Poys, ich kann ihn nicht... Poys breaken. Ja. Das heißt, wenn du die haust, dass dann es halt gerade mal am Arsch vorbeigeht, dass die halt nicht irgendwie ihre Attacke abbrechen. Das ist Poys. Ich hab's doch gewusst. Das, was ich hier so gar nicht hab in Dark Souls gerade. Warum heißt das Poys? Warum heißt das nicht Balance? Frage ich mich auch. Ja, Dürner HD sagt beides, übrigens, dass du auf der Startseite bist gerade. Oh yeah, das ist ja cool. Wir haben auch schon 425 Zuschauer. Was werden kommen sie wieder und fragen, warum Hitler nicht in dem Spiel ist. Ja, genau. Weil wir ja Deutsch reden, deswegen ist ja legitim, sowas zu fragen. Absolut. Boys, we are from UK. It's a fucking noise, mate. Fucking Nazi scum. Was it all around? It was just... A fucking crowd. Fucking Kraut. Sagen ja nur die Amis, ich weiß gar nicht, was die Briten sagen. Auch Kraut. Auch, okay. Denke ich mal hart von aus. Wobei bei uns ja hier ist ja Tommy und. Tommy für Engländer und. Also jetzt ist ja aktuell, aber. Damals die Nazi-Krieger, die haben ja gesagt zu den Engländern Tommys und zu den Amerikanern. Weiß ich nicht mehr. Kein Plan. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ah, ist auch schon mal länger her. Fischen. Ich hab Hunger. Oh. Ich bin so blöd, ich dachte, wenn ich hinter ihm stehe. Naja. Nein, wir reden jetzt kein Englisch. Nein, tun wir nicht. Ich hab's gerade total verrafft. Nacht, German Skills. Gute Nacht. Ich habe gedacht, wenn ich hinter dem stehe, wenn er so eine komische AOE-Attacke macht, überlebe ich das. Nein, ist nicht so. Bruder spielt Saints Row the Third. Mhm. Tut er. Und deswegen bist du auf Platz 1, mein Freund. Was? Hä? Steht da immer noch Saints Row? Nein, da steht Dark Souls. Hä? Bei mir? Ja, okay. Sollte eigentlich nicht. Nein, da steht Dark Souls. Weil das ein deutscher Stream ist, verdammt. Deswegen. Hallo Alex. Hallo. Aber ich finde auch gut, wie du die ganzen Figuren da, die auf dich spucken, warum auch immer, wie du die kaputt machst. Das finde ich sehr gut. Ja, muss, sonst spucken wir mal weiter. Scheiß Spucker, ey. Da. Soll auch ein Fetisch sein. Sollten lieber mal schlucken. Oh yes. Ich habe letztes Mal, kennst du die Szene, wo, wie heißt nochmal die Olle, die im Glaskasten liegt und dann der Prinz kommt und die küsst, damit die erwacht? Schneewittchen. Schneewittchen. Und diese Szene, wo er gerade über ihr ist. Boah, du machst mir, glaube ich, gerade diesen Film kaputt. Ich will es nicht hören. Hier wird im Internet, wo er halt so ein Spuckefaden auf Sirona sein ist. Alter. Das ist relativ sexy gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab auch ein, zweimal gefappt dazu, aber sonst alles gut. Sonst hat mich das irgendwie immer angewidert. Total kalt gelassen. By the way, jetzt als Dark Souls Noob, was ist da eigentlich gerade für ein Bursi, gegen den du kämpfst? Das ist der Verkommene, ne? Steht unten runter. Der besteht so aus ganz vielen Leichen irgendwie. Sehr köstlich.
Ich habe meine Qualität immer noch auf Pixelmatsche. Bruder spielt Barbie. Ja, fette Barbie. Barbies Metzel Traumland. Mhm. Ja, mit Blutpatch. Ja. Ohne macht's ja keinen Spaß. Aber wenn es irgendwann mal ein Barbie-Spiel gibt im Koop, ich glaube. Oh, das war schön. Das machen wir. Boah. Ey, weißt du, so schön zusammen reiten, ey. Richtig auf der Pferde quasi drauf. Geil. Ja, ich habe einen YouTube-Kanal und ich habe mittlerweile über 50 Abonnenten. Ich habe kein einziges Video. Ja, siehst du mal, wie schnell das geht. Hör mal bitte auf mit deiner Eigenwerbung. Danke. Abonniert mich! Hey! Nein, tut's nicht. Es gibt ja auch Leute, die machen einfach so Backup-Channels und sagen, ja hier, abonniert den schon mal, da kommt vielleicht irgendwann was. Und dann haben die da ja, genau. Zwei Jahre so ein Kanal, 50.000 ja. Abonnenten, aber nix. Genau. So ist es übrigens aktuell bei Sieg Hein der Fall. Kennt ihr Sieg Hein? Naja, egal. Ja, das ist doch von Hein, David Hein und... Dingsbums, Sigismund. Fabian, ja. Leider kommt da nichts mehr, ey. Ich hätte es mir so gewünscht. Ich finde, also ehrlich gesagt, nichts gegen die beiden. Aber ich finde den Namen ein bisschen grenzwertig auch. Ja. Ja, das war ja halt die große Diskussion. Ich wollte es gerade mal in den Raum werfen. Also, aber der Trailer, der erklärt eigentlich alles. Darüber Spaß zu machen, ja, in Maßen, aber man muss es halt nicht so übertreiben, finde ich. Yep. Wie gesagt, nichts gegen die beiden. Ich finde die beide lustig, aber... Ich finde den Namen total geil. Ja, klar. Ich hatte auch, jetzt mal so, ich hatte in meiner Berufsschule damals, da war auch einer, der hieß Nagel, der andere hieß Hammer. Und dann hatte ich auch einen, der hieß Sieg und der andere hieß Heil. Oh mein. Und der Lehrer hat immer darauf geachtet, dass er die Ja in der anderen Reihenfolge sagt. Ne, die beiden. Mm. Weil die waren auch noch gut befreundet, das war ja auch noch so eine Sache. Ach Gott. Ja, man kann sich im 21. Jahrhundert auch ein bisschen darüber echauffieren. Also, zu stark. Ja. Finde ich ein bisschen... Dieser Drang, sich immer zu entschuldigen oder entschuldigen zu müssen. Bald sind eh alle Veteranen tot, von daher... Naja. Genau, wie man das Hakenkreuz in Deutschland nicht zeigen darf. Kommen wir gerade zu Themen, die etwas grenzwertig sind, ja. Grenzwertig sind für öffentliche... Bruga, liest du gerne Mangas? Fragt Blue Eyes Nobody. Ja. Wie gesagt, ich hab mal... Aber nicht so viele. Ich hab Berserk gelesen und das war's eigentlich schon. Ich find Animes besser. Hentai vor allem, ne? Nein, ich finde wirklich Animes besser. Also ich sag mal, ich war noch nie so der Anime-Typ, bis ich einmal Elfenlied geschaut habe. Boah, der ist übel. Das und ist dabei krass. Feststellen musste, dass ich zweimal geheult habe. Kann ich jetzt auch offen so hier sagen, wie es ist. Weil vielen ist es, glaube ich, nicht anders ergangen. Jo, Nacht, Soa. Tschüss, Soa. Ciao. Wer auch immer. Nee, Elfenlied, richtig, richtig geiler Anime. Richtig geil. Also geht's auch wirklich nicht nur um Blutgesplatter, sondern wirklich auch Story und Emotion. Wow. Mit viel Blutgesplatter. Mit viel Blutgesplatter nebenbei noch. Richtig geil. Da habe ich noch in der Filiale gearbeitet, da stand da ein 12-jähriges Mädchen vor mir und legte mir das Elfenlied-Dingsbums an die Kasse. Ich guckte sie an und dachte nur, nein. Gab es das in Deutschland zu kaufen? Ja, das gibt's zu kaufen. War das nicht indiziert? Nein. What the fuck? Warum wird sowas nicht indiziert? Ja, das habe ich mich dann auch gefragt, als dieses 12-jährige Mädchen vor mir stand. Ich habe sie nicht verkauft. Was ich euch auch noch empfehlen kann, wenn ihr mehr so auf Splatter-Comedy steht, Dokuro-chan, kennt ihr das? Nee. Das ist halt so ein Typ mit so einer... Ist auch so ein Mädel, die ist so ein Engel, aber die liebt es halt, ihn mit so einer Stachelkeule den Schädel einzuhauen. Ist sehr, sehr blutig, aber sie kann ihn halt immer wieder lebendig machen. Und daraus besteht ja die Serie. Die haut ihn immer zu Klump, haut ihn immer halb tot oder ganz tot. Dann belebt sie ihn wieder. Und das ist halt extrem so mit literdicken Blutstrahlen und was weiß ich. Krass. Also extrem heftig, das Ding. Gute Nacht, Killer Worm. Der Beziehungssimulator 2014. Death Note habe ich immer von gehört, soll richtig gut sein. Habe ich nicht einmal was gesehen dazu. Gibt es ja auch zwei Real-Life-Filme, glaube ich, ne? So japanisch. Ah, blöd ist ja, ich bin ja auch nicht mehr illegaler Downloader. Seit Jahren. Von daher kommst du auch nicht so leicht an die Teile ran, so an richtig geile Animes. Ich glaube, auf Netflix kriegst du da auch nichts. Nee. Früher war ich, das fand ich voll cool, als die früher auf Arte kamen. Was mach ich denn? Ich muss da zum Schreien des Winters. Das ist aber auch schon ewig her, oder nicht?
Damals, ja, das ist schon richtig lange her. Da kam damals Jinro zum Beispiel. Ja, Jinro, die Wolfsbrigade oder MD Geist und so. Ja, richtig nice, aber. Das kannst du heute nicht mehr bringen, irgendwie. Das ist ja alles so brutal. Es kam auch immer morgens um 2, 3, habe ich mir mal aufgenommen und dann alles angeguckt. Damals auf der VHS. Ja, ernsthaft. Das kenne ich aber auch noch, du. Ja, wer kennt das nicht? Ja? Ja, nur genug. Aber ich glaube, Bruger kennt sogar den Betamax noch. Was? Das ist mit Magnetband oder was das war? Richtig Super 8 läuft. Kennt ihr noch Hier, diese? ich habe übrigens gerade eine Was relativ habe ich denn nice Frage vergessen? gelesen im Chat von meinem Kumpel, Ach, der was unser fragt. Lieblingsessen ist. Ja, genau. Was habe ich denn noch vergessen, Leute? Ich hab den Eisenkönig gemacht, ich habe die Sünderin gemacht. Hä? Leute im Chat, habe ich irgendwas vergessen um in den Schrein des Winters? So helfet ihm. Warte mal, ich muss gerade echt überlegen. Ich weiß es nicht Zu mehr. Es Hilfe! ist zu Zu Hilfe. Hilfe! Ist schon so lange her, als ich das Eine gemacht habe. Jungfrau in Nöten. Bruger, lass dein Haar herunter. Die sind echt mittlerweile über 1 Meter. Jetzt Sind sie jetzt ernsthaft? über einen Ja. Meter? Boah, What wie the cool. fuck? 1,10 Meter. Meine Ich find's Haare. gut. Ich würde mir wünschen, Bruger würde mal ein Foto machen für seine Internet-Bros. Ach, Freya habe ich noch nicht. Scheiße, ich habe Freya noch nicht gemacht. Ach, du hast Freya letztes Mal nicht geschafft, ne? Nee. Und nicht schon wieder diese blöde Spinne. Die war so kacke. Aus Lords of the Fallen weiß man, Bruger und Spinnen ist jetzt nicht so gut. Ey, die sind auch richtig übel, ne? Die Spinnen dort. Hast du 1 Million Seelen? Ich weiß es. Ich glaub's nicht. Ich hab ne Bosse getötet. Was ist denn dein Lieblingsessen, Bosi? Ich hab gerade mal 500.000 Seelen. Mein Lieblingsessen ist, dummerweise hört sich blöd an, meine selbstgekochte Spaghetti-Tomaten-Bolognese-Gedöns. Boah, die ist so geil. Ach, Da habe ich die dann Koch. Bosi-Kochtsoße. Da habe ich dann. Da habe ich Dingsbums-Video. dein Ja. Kochvideo gesehen. Richtig gut. Ja, da habe ich voll Bock drauf gehabt. Aber. Das Blöde ist ja, ich sag da keine Angaben in dem Video, von wegen hier Grammzahlen und Teelöffelzahlen und hast nicht gesehen. Das war halt relativ unvorteilhaft für Leute, die das nachkochen wollen. Weil ich mir gesagt Ach. habe, die sehen das doch im Video, wie viel ich da Hier, reinpack. sonst hast du keine Challenge, ganz ehrlich, wäre doch langweilig. Wo kann ich mir eigentlich nochmal einen Dolch kaufen? Weiß das jemand hier im Chat? Ich bin gerade. Beim Dolchschmied. Ah nee, ich kann mir nicht mal. Ich habe ja nicht mal einen Feuerstein. Ach, Kacke. Kacke, 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 weil ich. Wie soll ich einen Freya schaffen ohne Feuer? Geht gar nicht. Mit 1 Million Soul Memory kommst du da, glaube ich, ohne die 4 Bosse durch. Ja, ich Schreib weiß, aber geht irgendwas. ja nicht, wenn ich nur 500.000 habe. Ich habe jetzt nicht hier im Stream 500.000 Seelen. Nein. Das geht nicht, Leute. Ich gehe nicht. Easy. Die fahre mich dir auf der linken Arschbacke jetzt mal eben ab. Jawohl. Was ist denn Lias Lieblingsgericht? Jetzt lass mal bitte die ganze Nutella-Spaghetti-Scheiße außer Acht. Aber es ist voll lecker. Du Teller mit bist Nudeln. pervers. Ich esse auch Pizza mit ganz viel Mayo und Kapern und Sardellen drauf. Boah, mit Mai. Boah, Pizza mit Mayo, ey. Oh, Ich da esse ist jemand alles mit schwanger. Mayo. Was ich mir mal eine Zeit lang mal gemacht habe, so Margarita und da erstmal schön eine halbe Dose Thunfisch drauf. Boah, das ist auch Ja, das ist mega, ja auch Alter. nicht schlimm. Aber wenn du da noch Aber Mayo ich könnte drauf Thunfisch machst, könnte ich mich ohne reinlegen, Witz. das ist so geil. Oh, Mayo mit Lachs. Thunfisch ist okay, Pizza mit Thunfisch Lachs. ist okay, aber nein. Doch, ich esse auch ganz perverse Sachen. Ich nehme auch so Essiggürkchen, dann nehme ich dann auf so ein Brot und dann mit Leberwurst und dann noch mit Mayo drüber. Oh! Boah, was hast du mit deiner Mayo, ey? Was ich. Senf, Essiggurken und Leberwurst ist noch okay, aber Mayo, Ich mag Mann. Mayo. Das ist aber auch so eine perverse Kombination. Leberwurst mit Senf und Gürkchen. Das, ne, wenn man Total überlegt. geil. Ja, ich weiß, das essen Es viele, aber passt eigentlich halt. ist es eklig. Aber Eigentlich. nicht Mayo. Ja. Mayo ist richtig geil. Ja, Mayo ist mega geil, Mann. und Mach ich vor auch allem Remoulade. jeden Tag, wenn ich mir was zu essen mache für die Arbeit, dann tue ich immer voll viel Mayo drauf. Ohne Witz. Ich Okay, bin was nicht war. schwanger, nein. Ich bin nicht schwanger. Was war jetzt nochmal dein Lieblingsgericht? Also jetzt, was du immer essen könntest? Nudeln Nudeln halt, nur ohne alles so. Finde ich geil. Was? Ja, okay. Ja. Bru? Schwierig.
Also, was könnte ich immer essen? Weiß wo du wirklich gar sagst, ich könnte auf ein Jahr auf einer Insel leben und ich könnte das jeden Tag essen. Boah, gar nicht. Also früher habe ich als Kind, habe ich gerne so Pilzgulasch. Das war richtig geil. Aber mittlerweile esse ich ja nicht mehr so gerne Fleisch. Also Lachs würde ich sagen. So also richtig schön gekochter Lachs mariniert. Mit Reis. Ach, Räucherlachs, ey. Lachsgratin. Macht zwar richtig, richtig dick, aber es schmeckt so gut. Mayo macht auch dick. Dass ich noch nicht 200 Kilo wiege, ist echt unfassbar. Es kommt darauf an, was für ein Lachs du. Also ich habe mal gehört, also so Fettfisch generell nicht so gut wie Thunfisch. Aber so Seelachs ist halt sehr, sehr mager. Mm. Also ja, mager, also es ist ja kein Fett dran, aber halt das. Ja, ja, klar. Wie soll ich sagen, diese gesättigten Fette. Die sind halt nicht so wie bei Thunfisch drin in Seelachs. Und deswegen ist das sehr gesund schon, ja. Aber da musst du halt denken bei Rahmen, wenn du da so Fett Sahne drauf machst, dann isst du ja fast nur Sahne in der Soße. Das gleicht sich dann wieder ein bisschen aus. Ja, das ist so Lachsgratin. Oh, geil. Lachs-Sahne-Gratin. Boah, ich hab mir auch gestern so einen geilen Brokkoli gemacht. Brokkoli ist voll super. Oh, ich mag Brokkoli. Da sprechen wir. Wisst ihr, da, Leute, jetzt mal hier die Zuschauer. Da sprechen wir da die Schlanken, die sich da die Soße Hollandaise quasi in die Adern reinspritzen mit der Kartusche. Verstehst du, was ich meine? In den Halsschlagader rein, das Zeug. Die nehmen nicht zu, ne? Ich guck mir nur, scheiß hier, was weiß ich, was an. Ein Stück Butter, da bin ich sofort geplatzt. Verstehst du, was ich meine? Das ist so ekelhaft, da mit ihr seid hier. So scheiße, ich hasse euch. Ich fühle da mit dir, das ist echt kacke. Jeden Tag Mayo und ich komme einfach nicht über 54 Kilo. Leih mir deinen Körper für eine Woche aus, mein Fräulein. Ich glaube, du wirst. Ich will nicht, dass du sein. Den Körper kriegst. Nein. Ja, das glaube ich auch. Das wäre jetzt auch wieder falsch verstehen, ne? Ja. Nein, um Gottes Willen, es geht nur ums Essen, aber. Es gibt so viele schöne Sachen, aber die sind alle so böse, das ist unfassbar. Ja. Och. Bursi, wie heißt dein YouTube-Kanal? Das ist eigentlich schon eine Frage. Bursi. Ist geheim. Wie heißt Bursi? Wie heißt dein. Naja, komm. Bursi, sag doch mal. Wie heißt der denn? Gute Nacht, Blue Eyes Nobody. Na. Na, schlaf gut. Lass die Hände über der Decke. Und denk nicht an die Schlüpper. Denn ernsthaft, die hat voll Bauchmuskeln und du hörst ja Mayo, Mayo, Mayo. Ist ohne Witz hier wirklich Bauchmuskeln. Wie hast du Bauchmuskeln? So. Ich hab voll die Bauchmuskeln. Kannst du den Vicky fragen, den André, die haben das alle gefühlt. Ja? Ja. Die durften mal fühlen. Da gibt's aber einen Spruch. Bei dünnen Menschen sind Bauchmuskeln genauso unfair wie bei dicken Mädchen Brüste. Das vorzuweisen. Wenn du nämlich kaum Fett hast, dann hast du natürlich die Bauchmuskeln direkt. Ja, genau. Hast du eigentlich gewusst, dass dicke Menschen im Verhältnis viel mehr Muskelmasse haben als dünne Menschen? Ja, ja echt? Halt mehr Kraft aufwenden müssen. Ja, vor allem in den Beinen, wenn er, wie beim Wikinger, wenn er sagt, er war mal dick, dann kommt es bestimmt daher, dass er so Monsterbeine hat. Ja, das kann sein. Das Krasse ist, ich werde mir höchstwahrscheinlich bald in ein paar Monaten und Jahren ein Magenoperationsband-Gedönse legen lassen. Und dann werde ich halt sehr hart abnehmen und es wurde schon versichert, dass meine Muskeln dann, dass ich halt zum Iron Man werde. Das hat ein Kumpel von mir gemacht, der hat, ich glaube, 70 Kilo abgenommen. Der hat auch mal 190 oder was. Ja, und deine Muskeln sind halt auf das Gewicht ausgelegt, so. Was habe ich jetzt auf der Waage? 890 Kilo ungefähr, circa. Ne? Und wenn du dann nur 60 wiegst und deine Muskeln sind halt einfach nur, ne? Verstehst du, was ich meine? Ja. Aus Stahl, Junge. Ich habe echt voll die Bauchmuskeln, ohne Witz. Kannst du gegenhauen. Ja, da glaubt dir eh keiner. Mach doch bitte jetzt mal gerade, steh doch mal auf, sag mal, ich bin mal kurz AFK. Mach ein Foto nur von deinem Bauch. Das ist ja total anonym. Jetzt ja irgendein Bauch. Nein, das mache ich nicht. Da schreibst du nebendran, hältst einen Zettel hin, post-it, hey Bursi. Hey Bursi. Genau. Wenn ihr Bursis Kanal gefunden habt, dann müsst ihr unbedingt 4 gucken. Ja, guckt unbedingt 4. Das Let's Play zu 4. Bitte, Bruder, hör doch mal bitte auf. Ich habe übrigens mal zu Bruder gesagt, pass auf, wenn wir ein LP zusammen machen auf deinem Kanal, verlink mich bitte nicht in deinem scheiß Infotext. Weil das Blöde ist, ich lade halt nur einmal im Jahr was hoch. Ja, das will er dann nicht. So.
Jetzt kommen die Leute und verlangen immer mehr. Genug YouTube für heute. Pat liegt ungefähr 740 Kilo. Hat er geschrieben. Mhm. Ist aber auch echt fett. Es wirkt nur nicht so viel wegen der Schwerkraft hier. Mhm. Ja, Busi hat einen Kanal. Hat man Pat eigentlich schon mal gesehen? Ich habe den vor 2 Wochen gesehen. Ach, den kennst du auch privat? Ich kenne die alle. Wow, seid ihr so eine Sekte da irgendwie, dass ihr alle Moderatoren seid? Außer ja. Du willst ja nicht, ich hab's dir ja schon angeboten, Bursi. Du hast, Du wolltest Nacktbilder von mir, aber sonst... Also ich schaffe ja nicht mit dem Dolch, das geht einfach nicht. Ich mache überhaupt keinen Schaden bei ihr. Ich seh's. Ich bin gerade nämlich gerade gestorben, weil ich schön in den Laser reinmarschiert bin. Was? Alagagos wiegt 88 Kilogramm. Kampfgewicht. 55 Kilo Kampfgewicht, Alter. Aber ich sag mal ganz ehrlich, es gibt Frauen, die sind dick. Also wirklich dick. Ne? Die sind, wenn du denen quasi in das Gesicht reinguckst und die Augen, die dich quasi von innen berühren, dann ist das so eine Liebe, das ist unfassbar. Ne? Von daher, Mädels, die hier gerade zugucken, schämt euch nicht, ihr seid hübsch. Sind wir nicht alle hübsch? Ach Gott, du kannst ja so charmant sein, wenn du willst. Das ist der Bursi-Charme. Ist nicht jeder hübsch in irgendeiner Form? Ist nicht jeder. Ist nicht jeder Mensch in irgendeiner Form hübsch? Ist das schön. Bursi, du bist schwul, du Hurensohn. Ja. Nee. Ja, nee, ist nicht. Das war Lebensweisheit, meine Freunde. So, jetzt muss ich mir so einen blöden Billigdagger aufrüsten, dass ich da Feuer drauf machen kann, weil ich schaff die nicht anders, die alte. Sage ich jetzt mal so. Welches Gericht könnt ihr gar nicht ab? Das Amtsgericht. Rosenkohl. Ich finde Rosenkohl voll geil. Rosenkohl, das geht mir aber auch so, da hab ich eine Phobie vor. Kann ich nicht essen, ohne dass ich würgen muss, wirklich. Ich kann den Scheiß nicht essen. Bei meinem Vater ist es Rotkraut und ich weiß nicht warum, das ist irgendwie so. Bei mir ist es so fest drin, vom Kind an. Ich hab den Scheiß nie essen können. Ich muss da wirklich, ich muss da kotzen. Ja, Bruger, hast du gerade gehört, was Nia gesagt hat? Hä? Rosenkohl am besten mit Mayo. Boah. Ah, ja. Ey, sorry. Bisschen grenzwertig. Das ist voll geil. Alter, boah. Rosenkohl ist schon echt hart, ey. Ich glaube, ich mach mal ein Let's Eat. Mach mal bitte ein Let's... Boah, mach doch bitte ein Video, wo du die ganzen Sachen isst, die du heute aufgezählt hast. Bitte. Ich werde dir Likes kaufen. Keine Ahnung. Okay, alles klar, mach ich. Oh, das ist echt schlimm. Unfassbar. Rosenkohl mit Mayo, das ist echt mein Phobie-Essen, du. Ich hab da mehr Angst vor als andere Menschen vor Spinnen wahrscheinlich. Ich muss da echt würgen, wenn ich nur. Der Geruch, vor allem die Konsistenz. Diese ganzen Kohlsachen hier: Blumenkohl, Rosenkohl, Brokkoli, die ganze Scheiße. Wenn du den Deckel vom Topf aufmachst, das stinkt, das riecht auch wie ein Geschissen, Alter. Wie ein Furz. Ohne Witz. Das riecht wie ein Furz. Das riecht wie, als ob der Hund gerade Diarrhö hat. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich muss sagen, Brokkoli esse ich sau gerne. Also mit Käse überbacken. Das ist, ja, dann ist alles geil, ne? Aber Rosenkohl. Blumenkohl esse ich jetzt auch nicht gerne, aber ich kann ihn essen. Aber so Rosenkohl, meine Eltern, die haben den früher immer mit dunkler Soße noch gegessen. Oh. Musst du überlegen, ne? Bah. Ja, genau. Also. Ich esse auch Nudeln mit Mayo, ja. Olja. Was denn? Das ist echt schlimm. Ja gut, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe mal Nudeln mit Sauce Hollandaise gegessen. Das ist auch geil. Weil Sauce Hollandaise kannst du ja generell zu allem essen. Und Sauce Hollandaise ist auch mega geil. Aber Nudeln mit Mayo? Was ist denn mit dir verkehrt, Mädchen, ey? Oh. Ich muss saufen. Prost. Prost. Ich mag auch Mayo. Ja, Luginator. Jeder mag Mayo, aber nicht mit Nudeln. Ja, das ist echt ein bisschen.
Mein Jahresbedarf an Mayo. Das ist schon ein bisschen krass. Dafür gehe ich eigentlich arbeiten, oder? Geht mit dem Tankwagen angeliefert. Nein, ich esse ja nicht alles mit Mayo, aber... Warum hat die mich jetzt gekillt? Ich hab doch getrunken. Das hat nicht gezählt, oder was? Diese blöde trinken, Spinne. Trinken. Ja, so Mayo ist was, das kann ich echt so nur in Maßen. Habe ich früher gerne, auch auf dem Brot wieder, ne? So Mayo Thunfisch und Paprika. No. Diarrhea, cha-cha-cha. Da kennt noch jemand Beavis und Butthead. Kennt ihr das? Damals! Ja. Diarrhea, da hieß eine Daria und die haben immer zu dir gesagt Diarrhea, also Dünnschiss. Ja, ach so. So war das. Beavis, Guck mal, wie wir das so gut nachmachen, das war herrlich. Ja, das waren so die Cartoons, die man früher geguckt hat auf MTV. Damals. Sehr, sehr schön. Giftkeks, dein Post ist leider zu lang, um den jetzt hier vorlesen zu können, aber es hört sich schon mal relativ menschenfreundlich an für die umgebenden Menschen. Zwei Dosen Bohnen, Mais, Zwiebeln, zwei Packen Feta und fünf Knoblauchzehen. Alter. Vor allen Dingen fünf Knoblauchzehen. Wenn du das schon eine reintust, aber dann Knoblauch, schon Ende. Du, das ist genauso. Knoblauchzehen aus dem Glas. Könnte ich dir wegnaschen. Boah, genauso also wie Oliven. Knoblauchzehen draufbeißen geht gar nicht, ey. Doch, ist richtig geil. Hab ich noch nie probiert, aber ich mag Knoblauch, aber... Ich sah früher auch so Margarita, Pizza Margarita und da erstmal so 100 Gramm Knoblauchgranulat. Also Knoblauch kann ich nie genug aufnehmen. Sagt der Mann, der zu mir gesagt hat, das mit der Mayo ist grenzwertig. Ja, Knoblauch ist lecker, das ist gut fürs Herz. Mayo ist auch lecker, ist zwar nicht gut fürs Herz, aber ist ja egal. Ja, aber man isst auch nicht Mayo mit scheiß Nudeln oder mit Nutella. Natürlich! Warum denn nicht, wenn's geil ist? Hast du es schon mal probiert? Es ist... Ich muss mich gerade echt zusammen beherrschen tun, damit ich nicht kotze. Stell dich mal nicht an, so ein Mädchen. Probier's doch einfach mal. Alter, Pizza mit Mayo, Alter. Da bestellst du dir eine Pizza. Also ja, du bestellst dir eine drauf. Pizza. Ja. Und kriegst die und haust dir da hier. Ja, genau. Alter Schwede. Das sind, weißt du eigentlich, was das für Kalorien sind? Eine Pizza hat 2000 Kalorien. Du haust dir da noch 600 drauf. Tagesbedarf. Ich glaube, Lia ist es egal. Ja, ich nehme ja trotzdem nicht zu. Was soll ich machen? Ich würde auch instant 5 Kilo drauf kriegen bei sowas, aber. Wenn ich das essen würde, instant Herzinfarkt. Was ist da los? Boah, Leute, sagt doch mal bitte was im Chat. Hört ihr da eigentlich nicht zu, was die sagt? Die Alte? Ja, die schreiben, dass wie kann man sowas essen? Die Alte, bist du eigentlich hallo? Ja, nee. Meine Emotionen drehen gerade mit mir durch. Es geht nicht anders. Mach dir ein Let's Eat, nur für dich. Mach bitte. Ich schick dir sogar meine Webcam. Wie dieser dicke Asiate, der wirklich nur isst. Ja, boah, das ist voll 10.000 cool. Zuschauer auf Twitch. Mindestens. Oh. Der ist nur am Fressen. Aber ich bin nicht dick. Aber ich bin nicht dick. Ja, das ist so... Das ist alles so widersprüchlich. Die dünnen Menschen, die... Genauso die Japaner, weißt du, beim Hotdog-Wettessen. Die dünnen Japaner, die gewinnen immer. Weil die schaffen dir 200 Würstchen. Aber ich esse nicht viel. Das mache ich echt nicht. Ich esse total wenig. Wenig Wein. So, Mayo mit dem Dolch hier klappt es gleich viel besser, du. Schreiben die hier auch. Ja, natürlich ist Mayo geil. Das kann ja jeder bestätigen. Aber nicht auf gewissen Sachen. Darum geht's doch, ey. Boah, Leute. Oh. Ey, mir ist gerade echt der Magen, der ist... Ich hab voll Hunger. Hör auf, bitte. Stop it now! Ich kann dir auch gleich live irgendwas mit Mayo vorkauen, wenn du willst. Ach, bitte. Alles ist besser mit Käse überbacken, das stimmt allerdings. Ja, aber nicht mit Mayo überbacken. Doch. Mit Mayo überbacken, so eine schöne Mayo-Kruste drüber. Oh. Wenn die so schön durchsichtig wird, so eine alte Mayo. Vor allem denke ich bei Mayo auch immer an das rohe Eigelb, ne? Das ist ja auch nicht so geil. Rohes Eigelb. Obwohl, Bruder, man muss sagen, gibt eigentlich Sachen, die ich oder du isst, die eventuell für andere Leute verstörend wirken können? Also mir fällt da jetzt persönlich bei mir nichts ein. Früher habe ich immer gerne so Gutfried
mit Erdbeermarmelade gegessen auf Brot. Du bist. Also, Fleischwurst mit Marmelade. Ja, meine Oma, die hat halt so Erdbeermarmelade selber gemacht. Und die fand ich so geil, da habe ich halt sehr viel von gegessen. Mit Wurst? Ja. Und du erzählst mir. Weißt du was, Bruger? Weißt du was, Bruger, du kleiner Basti? Stell dich mit Lia in eine Ecke und ich gebe euch beiden schön von hinten schön. Verstehst du, was ich meine? Ihr seid doch beide, seid ihr so pervers. Ekelhaft. Geil. Keiner sagt was im Chat. Keiner sagt was. Alle lieben es, was ihr sagt. Freya ist tot. Ja. Sehr gut. Oh, hast du ihn geschafft? Nice. Ja, die Alte. Trotzdem sollte man sich an die Wand stellen. Nudeln mit Maggi und Mayo. Mama. Mama! Die essen ja alle so komisches Zeug! Komm mal schnell her! Oh. Den hast du auch gebracht, da kannte ich dich 5 Minuten. Will ich hier nur mal so anmerken. Vor allen Dingen wacht die jetzt gerade auf und kommt hier reingestürmt. Ganz weit weg von da, wo sie wohnt, zu dir. Nutella mit Milch und Kakao mischen. Bester Brotaufstrich. Das ist doch alles noch normal. Ja. Aber doch nicht Mayo auf Sachen, wo nicht Mayo drauf gehört. Seid ihr denn eigentlich alle bekloppt da? Hallo, ihr Zuschauer. Boah, ich habe hier keine auf meiner Seite. Wurstwasser. Hat die nicht schon... Na, die hat immer noch keine neuen Steine, die Alte. Das gibt's doch gar nicht. Lia fährt auf den Typ, wenn er sich mit Mayo einreibt. Nein. Nein? Verdammt. Wo sie war schon. Und wir wären am ersten heiraten, ey. Und ich wollte mir jetzt was richtig fancy ausdenken. Für die Hochzeitsnacht. Schön. Viel Mayo. Oh. Bruger, wie lange noch? Ich wollte das eigentlich schnell durchspielen. Nee, weiß nicht. Zieh durch. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt bis 11 schaffe. Ich hasse Mayo, sagt einer. Na, dann ist das eine Lüge. Das kann nicht sein. Mayo auf Ketchup? Nein. Ja, mit Mayo und Ketchup machst du halt eine Cocktailsoße. Mhm. Mhm. Finde ich aber auch nicht so lecker. Irgendwie alles, wo Eigelb drin ist, in Maßen. Also, Veganer talking right now. Mm-mm. Tittenbonus hat die Lia. Ich mach doch gar nichts. Ich hab auch Titten. Hallo? Siehste? Der hat auch keinen Titten. Wo ist mein Bonus? So, komm ich mal zum dritten DLC. Stimmt nicht. Mit Dolchen. Ja, die genau. Zwei Hunde. Mhm. Ja, das macht Laune. Leichtester Boss im ganzen Spiel. Pommes mit Senf sind echt nicht so schlecht. Pommes mit Senf. Pommes mit Senf. Ja gut, wenn eine Bratwurst dazu ist. Nö. Mhm. Nur mit Senf. Mhm. Was wir beim Mc's früher mal gemacht haben, auch voll eklig. Immer so die Pommes in den Milchshake getunkt. Das verstehe ich bis heute nicht. Warum? Das habe ich auch gemacht. Das ist so süß mit deftig. Süß mit deftig geht sowieso gar nicht. Genauso wie Leute, die Pizza Hawaii essen. Richtige Leute, die an die Wand gestellt werden sollten. Mag ich jetzt auch nicht so, Hawaii. Und damit habe ich mich gerade bei 400 Leuten unbeliebt gemacht. Der Burnout ist sehr gerne Pizza Hawaii. Boah, sowas. Das ist so, als wenn du eine Fleischwurst, ein Stück Fleischwurst, richtig geil, schön in Honig eintauchen. Mm. Oder in Erdbeermarmelade. Oder in Erdbeermarmelade. 430 Zuschauer, es werden immer mehr. Was ist los, Leute? Ich habe heute noch nicht Werbung geschaltet. Ich mache kurz Werbung, ja? Halbe Stunde sehen wir uns wieder. Halbe Stunde. Nein. Ich muss da sowieso noch, ihr beide wisst ja schon, ich muss dazu noch was machen. Ach so, ja genau. Und es wird gut, ihr dürft euch schon freuen. Beziehungsweise, ihr werdet es appreciaten, wie man in Englisch sagt. Meinst du, ich finde unsere Dreiecksbeziehung so geil? Ja. Ja. Finden sie. Pizza Hawaii ist geil. NDA, du bist gerade bei mir so durch, Junge. Du bist... Ich
ignoriere dich jetzt. / ignore neue deutsche Härte. Ja. Enter. Was ist das denn? Halbe, halbe Stunde Schildbauwerbung. Ja, das sind Mammuts. Glaube ich zumindest. Kennst du die Mammuts aus Skyrim? Oh ja. Mhm. Dann denkst du dir, ach guck mal, lass mal Mammut schlachten. Level 2. Oh, ich weiß auch nicht, geht's euch auch so? Immer wenn ich jemanden auch jetzt wie du über Skyrim reden höre, habe ich voll Bock zu spielen, aber wenn ich es dann mal anmache, dann kann ich es direkt wieder ausmachen. Dann spielst du halt am Stück so 10 Stunden und dann lässt es wieder weg und kannst halt nicht weitermachen, weil du halt gar nicht mehr weißt, wo du bist. Nee, gar nicht. Ich mach's dann an, mach's gleich wieder aus. Weiß auch nicht warum. Irgendwie so ist vom dran denken ist es geiler, was ich in Erinnerung habe, als es in Wirklichkeit war. Leider. Ist das überhaupt nicht so. Ich habe halt immer so auch bei Fallout die Problematik, ich spiele es halt übelst am Stück und dann lasse ich eine Woche weg und kann halt dann nicht weiterspielen, weil ich irgendwie gar nicht mehr weiß, was ich noch vorhatte damals. Ja, damals gut, das kann schon sein, ja. Bei Fallout war es bei mir damals auch so, bei Fallout 3 habe ich es aber echt eine Woche gesuchtet und hatte ich es auch durch.